Yo, was geht ab? Herzlich willkommen auf unserem Kanal Comedy Brothers. Heute werde ich mal den Faruk pranken. Das ist unser erster Prank auf dem Kanal und der sagt immer, du kannst mich nicht pranken, dies, das. Doch ich werde ihm heute zeigen, wie ich ihn pranke. Ich habe eine Handyrechnung vorbereitet von über 2000 Euro und die muss ich angeblich zahlen. Und wie Faruk reagiert, das werdet ihr gleich sehen. So Leute, wir haben die Kamera jetzt platziert und wir warten jetzt, bis Faro kommt. Also bis gleich. So Leute, ich habe hier auch eine Kamera platziert. Vielleicht überreagiert er ein bisschen. Dann gehe ich hier raus und mal schauen, ob er immer noch so laut ist, obwohl unsere Nachbarn hier sind. Sehen wir dann. Luis! Luis! Hol mir mal neue Socken! Hey, ich muss dir was sagen. Wie? Wo hast du mir was gesagt? Ja, ich kann das nicht Mama und so sagen. Was? Ich hab eine Rechnung bekommen. Ja, jeder kriegt Rechnung. Was für Rechnung? Ja, guck mal den Betrag an. €2.500, ja. Wo hast du angerufen? Nicht nur angucken, ich habe mehrere Verträge auf meinen Namen gemacht. Warum machst du so einen Scheiß? Ja, was soll ich machen? Ja, warum machst du so einen Scheiß? Wie, du hast mehrere Verträge auf deinen Namen gemacht? Ja, du brauchst doch nur eine Karte, ein Dings da. Mit was hast du Geschäfte gemacht? Ja, ein paar Leute haben gesagt, mach auf deinen Namen, dann habe ich einfach meinen Namen gemacht. Bist du so doof? Wie, Leute haben gesagt, du sollst einen Vertrag auf deinen Namen machen, du machst einen Namen auf Dings da. Was soll der Scheiß? Das kann doch mal passieren. Das kann passieren? Was kann passieren? Ja, was soll ich machen? Ist jetzt passiert, ne? Kannst du doch nicht so doof sein! Ja. Weißt du, wie viele Leute da verarscht werden wegen sowas? Was willst du jetzt von mir? Ich kenne Leute, die sind mit 10.000 Schulden gegangen. Ja, was soll ich jetzt machen? Wie, was sollst du jetzt machen? Was ist jetzt los? Hast du nur das bekommen oder was hast du doch bekommen? Ich habe nur das bekommen, ich muss das zahlen. Junge, das kann nicht wahr sein. Warum machst du so einen scheiß Vertrag auf deinen Namen? Ja, was soll ich machen? Weißt du, was noch kommen kann? Du kannst doch wegen das in den Knast kommen. Ja, ist schon ein Brief gekommen? Kannst du dein Geld irgendwie zahlen? Wie soll ich das zahlen? Ich hab selber nicht mal Geld. Wie soll ich dir jetzt Geld geben? Wie willst du das Mama erklären? Ja, weiß ich doch nicht. Du bist so ein Idiot! Übertreib doch nicht so, Alter. Was übertreib doch nicht? Willst du mich verarschen oder was? Du kommst mir mit so einer Rechnung hier an. Du sagst, übertreib nicht. Junge, soll ich dich kaputt hauen? Was hab ich gemacht? Chill mal. Was hast du gemacht? Junge, wegen diesem Typen, ich dreh noch durch hier. Soll ich den Fernseher kaputt machen? Bleib mal jetzt hier. Bleib mal jetzt hier, Junge. Bleib mal jetzt hier, Junge! Was ist das denn für eine Scheiße jetzt? Was willst du, sag mal? Was ich will? Du kommst zu mir, du kannst nicht mal das Geld zahlen und du sagst zu mir, was ich will? Ja, was hat Junge, verarsche oder was? Was interessiert dich das? Was soll? Ich hab mich geschnitten. Sag mal, hol schnell deine Hand hoch, schnell. Hol schnell her! Bitte, das war nur ein Prank. Was für ein Prank, Junge? Spaß, ich hab das extra gemacht. Guck doch hin. Was hab ich geschrieben? Willst du mich jetzt verarschen oder was? Das muss sein Prank? Willst du mich jetzt komplett verarschen oder was? Was soll ich machen, Junge? Das war nur ein Prank. Okay. Leute. Das war nur ein Prank. Das ist auch Kunstblut. Wisst ihr, was ich meine? Wir haben extra diesen Prank gedreht von einem Prank, weil wir nicht wollen, dass die Zuschauer verarscht werden. Es gibt Leute, die sind kleiner, lassen sich verarschen. Es sind von euch da draußen Leute, die sind kleiner, die glauben dann den ganzen Scheiß da, wenn einer den verarscht und den verarscht und sagen, ey krass, wie hast du den denn verarscht? Wir wollen nicht, dass die Leute sich auf Pranks aufbauen, weil wie dumm muss jemand sein, dass man nach 2, 3 Pranks, dass der Bruder nicht Bescheid weiß, dass da irgendwo eine Kamera auf einmal ist. Das stimmt.
Was soll der Scheiß denn? Sag mal ehrlich, das ist keine Mühe, das ist kein irgendwas. Ja. Also lasst euch nicht verarschen. Lasst euch nicht verarschen, deshalb haben wir den Scheiß gedreht. Auf jeden Fall Kunstblut, damit ihr Bescheid wisst. Das Glas ersetzt sich meine Mutter. Oh, da kriegst du trotzdem Ärger, wenn sie das sieht. Also das ist kein Prank, Leute. Ihr wisst Bescheid. Falls euch das Video gefallen hat, falls ihr auch nicht wollt, dass die Leute euch verarschen und ihr findet, dass wir hiermit eine gute Aktion gesetzt haben, lasst dem Video einen Daumen hoch da. Kommentiert das Video, ganz wichtig, wir lesen uns immer alles durch. Teilt das Video überall, ihr wisst Bescheid, Kunstblut. Wie, komm. Warte mal, Spaß beiseite, ich hab echt eine Rechnung. Ich muss zahlen, 100 Euro. Scheiß, du. Also Leute, ihr wisst Bescheid, Comedy Brothers, Fake Blut, ihr wisst Bescheid, Comedy Brothers, wir sind raus. Was ich vergessen habe zu sagen, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram. Hier blende ich jetzt den Namen ein. Wir sind da sehr aktiv, laden da auch Videos hoch und ihr werdet immer erfahren, wann neue Videos erscheinen. Also bis zum nächsten Mal.